Also in demselben Stile der Arcus Cosinus. Arcus Cosinus. Ich male auch gerade mal wieder ins Blaue, das ist kein Lückentext. Der Verlauf von Cosinus sieht ja so aus. Oh, sehr grob, hier ist 2π. Und hier geht es auch wieder runter. Auf der Seite. Ich schneide Folgendes vom Cosinus raus. Von da bis da. Also von 0 Grad bis wie viel Grad? 180 Grad. Von 0 Grad bis 180 Grad schneiden Sie aus dem Cosinus ab und kehren das um. Den Teil vom Cosinus kann ich umkehren. Das heißt, andersrum, der Arcus Cosinus wird auch immer nur Werte zwischen 0 Grad und 180 Grad liefern, nie was anderes. Da kommen nicht 200 Grad raus. Und vor allem auch keine negativen Winkel. Der Arcus Cosinus ist niemals negativ. Für den Lückentext sieht das dann so aus. Oh, da habe ich die Achse schon ganz klug nach unten gelegt. Also ein bisschen Luft brauchen wir schon. Eins. Oh ne, da muss ich mehr Platz haben. Hier geht es ja jetzt bis Pi. Und hier brauche ich vor die 1. Wenn das 3, irgendwas ist, ist hier ungefähr die 1. Dasselbe auf der x-Achse, da ist ungefähr die 1. Ich brauche doch mehr Platz dafür meine 3. 1, 2, 3, dann ist hier ungefähr Pi. X-Achse, y-Achse. So, der Teil vom Cosinus, den ich ausschneide, diese Kurve, und die geht eben so ungefähr bei 1,5, bei 90 Grad durch die Achse. In welchen Farben hatte ich das eben? Mal gucken. Okay, das Original in grün. Den Cosinus in grün. Hier muss er durch die Achse gehen, da muss er gleich minus 1 sein bei 180 Grad. Mit 45, ja hier mit Steigung minus 1 durch die Achse, 45 Grad. Naja, könnte schicker sein. Ich müsste das Tablett umdrehen, dann kann ich es wahrscheinlich leichter. So, das soll dieser Ausschnitt aus dem Cosinus sein, nicht ganz gelungen. Hier unten muss die Tangente wieder horizontal sein, hier ist ein bisschen steil geworden. Davon die Umkehrfunktion, dieses Ding kann ich jetzt umkehren, jeder y-Wert kommt nur einmal vor. Streng monoton fallend, nicht nur monoton fallend, sondern sogar streng monoton fallend. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Sie den an der 45 Grad geraden spiegeln. Es geht hier los, der Punkt landet da, das landet hier in der Mitte und dieser Punkt, x gleich pi, y gleich minus 1, landet bei y gleich pi. Und x ist gleich minus 1. Da muss der landen. Und hier müssen wir mit 45 Grad durch. Na, ein bisschen steil geworden. Hier müssen wir tangential dran. In der Richtung geht es besser zu zeichnen. So, das ist der Arcus Cosinus. Der nimmt also... Oh, die minus 1 liegt ja doch ein bisschen sehr quer. Mal erstmal unten die minus 1 hin. Das heißt, so kann ich hier ein bisschen meinen Strich zusammenlegen. Also, der Arcus Cosinus nimmt Cosinuswerte von minus 1 bis 1 und liefert dann Winkel von 0 bis Pi, will sagen von 0 Grad bis 180 Grad zurück. Wenn Sie den Arcus Sinus mit 1 reingehen, sagt er Ihnen 0. Winkel von 0 macht einen Cosinus von 1. Wenn Sie den Arcus Cosinus mit 0 reingehen, gibt er Ihnen Pi halbe, 90 Grad. Und wenn Sie mit minus 1 reingehen in den Arcus Cosinus, gibt er Ihnen 180 Grad. Das heißt, die üblichen Winkel kommen auch alle vor. Von 0 Grad bis 180 Grad. Was anderes haben wir im Dreieck nicht, weil die Summe der Innenwinkel ja 180 Grad ist. Einen größeren Winkel als 180 Grad können Sie nicht haben im Dreieck. Und damit hat man dann auch keine Probleme mehr mit den üblichen Dreiecken. Die gehen alle durch. Also der Cosinussatz ist auf diese Weise sicherer als der Sinussatz, weil der Arcus Cosinus eine freundlichere Funktion ist als der Arcus Sinus. Das war der Arcus Cosinus und natürlich dasselbe jetzt auch noch beim Tangens, der Arcus Tangens.
Einmal ins Unreine, der Tangens sieht ja so aus, dauerhaft wiederholt. Und was ich mache, ist mir den mittleren Ast von dem Tangens hier rauszuschneiden. Also der Ast, der durch den Ursprung geht, den schneidet man raus vom Tangens. Und das ist natürlich eine ganz nett umkehrbare Funktion, wenn Sie nur diesen inneren Teil nehmen. Sicherheitshalber, also das hier ist der Tangens. Bei welchem Winkel bin ich denn da an der Stelle? Also hier bin ich bei 90 Grad. Vorsicht, nicht 180 Grad. Da, wo der Cosinus 0 wird, der Tangens ist ja Sinus durch Cosinus, wo wird der Cosinus 0? Bei 90 Grad, hier bin ich bei minus 90 Grad. Dieses Stückchen schneide ich aus dem Tangens raus, dann habe ich eine umkehrbare Funktion. Und den Lückentext Nummer 23. Das manchmal auf die Extra-Seite hier. Braucht man doch etwas mehr Platz. Nehmen wir mal Pi. Wo male ich den da mal hin? Male ich da Pi hin. Dann bin ich hier so ungefähr bei 1 und hier bin ich so ungefähr bei 1. Minus 1 wäre auch noch spannend. Minus 1. Minus 1. Hier ist x, da ist y. So, jetzt kommt erstmal der Tangens wieder. Der Tangens verabschiedet sich bei 90 Grad. Das ist Pi halbe. Pi ist 180 Grad. Bei Pi halbe verabschiedet sich der Tangens. Also bei 1,5 irgendwo. Hier hat der Tangens ein Problem. Und bei minus 90 Grad hat der Tangens ein Problem. Er geht hier wieder Sinus mit 45 Grad durch. Das ist ein bisschen flach geworden. Mit 45 Grad geht er hier durch, wächst dann aber. Der Sinus macht dann ja so die Biegung. Und der Tangens wächst, beziehungsweise sollte ich sagen, der Tangens explodiert also vor sich hin. Und hier auf diese Weise. So haben wir den Tangens. Sehr grob. Na, das müssen wir unten nochmal schöner haben. So. Gröbstens den Tangens skizziert. Nicht den gesamten Tangens, sondern nur diesen einen Ast hier. Es geht ja hier so weiter. Und auf dieser Seite geht es ja auch so weiter. Ich picke mir nur dieses eine Stückchen raus aus dem Tangens. Und das lässt sich dann umkehren. Und die Umkehrung ist der Arcus-Tangens. Also wieder gucken, was passiert mit der 45-Grad-Achse. An der 45-Grad-Achse spiegeln. Dieses hier ist schon 45 Grad, das bleibt natürlich wie es ist. Dieser Punkt da oben landet dann irgendwo hier, wenn Sie an der Achse spiegeln. Der wandert hier so rüber, nach da, der wandert nach da, nach da. Und hier analog. Dann kriege ich eine Kurve, die sich so nett von links unten nach rechts oben durchs Koordinatensystem schlängelt. Auf diese Weise. Und sie hat zwei Asymptoten, weil die untere Asymptote jetzt, glaube ich, ziemlich falsch ist, wie ich das hier male. Das ist viel zu weit unten. Na? Entschuldigung. So kommt das besser hin. Sie hat links und rechts verschiedene Asymptoten. Auf welcher Höhe bin ich hier? Pi halbe. Hoffe ich doch. 1 und hier ist Pi halbe. Denn das hier war ja auch Pi halbe. Das muss ja spiegelsymmetrisch sein. Meine Zeichnung hat echt ein Problem hier. Kriege ich das nochmal gefixt? Gucken, etwas höher. Das sollte in der Größenordnung 1,5 sein, Pi halbe. Und hier natürlich die Asymptote für x minus und endlich die Asymptote bei minus Pi halbe. Denn das hier war minus Pi halbe auf der x-Achse, wo die grüne Kurve der Originaltangens ins Negative explodiert ist.
Uff, man lernt also, dass der Arcus Tangens Werte liefert von minus Pi halbe bis plus Pi halbe. Streng genommen, anders als es im Skript steht, eigentlich kommt ja niemals genau Pi halbe raus. Wir sehen, der erreicht es ja gar nicht. Hier im Unendlichen irgendwo, könnte ich sagen, hatte allmählich den Wert minus Pi halbe und hier asymptotisch hatte den Wert plus Pi halbe. Es kommt nie wirklich Pi halbe raus. Und mit dem Arcus Tangens hat man dann wieder ein Problem, wenn es um Dreiecksberechnungen geht. Also der Arcus Cosinus ist der freundlichste, der Arcus Sinus ist sehr ungeschickt, der Arcus Tangens liegt so dazwischen, was das Ungeschickte angeht. Weil es hier eben nur bis 90 Grad geht. Sie kriegen keine Winkel über 90 Grad raus. Der Cosinus, Arcus Cosinus liefert Winkel über 90 Grad. Die Geschichte hier von 0 Grad bis 180 Grad liefert der Arcus Cosinus, aber der Arcus Tangens leider nicht. Der macht bei 90 Grad Feierabend und fängt bei minus 90 Grad an. Da fehlt mir was. Das beißt einen dann. Folgende Situation. Den Arcus Tangens findet man gerne, wenn man so in x, y rechnet. Irgendwo einen Winkel hier, nennen wir ihn Phi. Na, wird auch mal eine gerade Seite. So, x soll das hier sein und das soll y sein. Das soll x sein, das soll y sein. In der Situation rechnet man gerne mit dem Tangens und dem Arcus Tangens. Sie finden das, vielleicht nenne ich das mal x1, y1. Wenn Sie hier den Tangens bilden, Tangens Phi, Gegenkathete durch Ankathete, das ist y1 sollte das heißen, Entschuldigung, ist y1 durch x1. Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens von diesem. Wenn Sie jetzt aber sich das mit umgekehrten Vorzeichen vorstellen, na, etwas weiter hier, so, dieselbe Skizze mit umgekehrten Vorzeichen, x2, y2, rechtwinklig, und der Winkel ist nun Grad weiter. Das wäre also Phi und 180 Grad weiter. 2 Pi sind 360 Grad, also wäre das Pi weiter. Wenn Sie sich den Winkel angucken und dieses x2 und das y2, stellen Sie fest, oh, das Verhältnis ist ja schon wieder dasselbe. Wenn ich das hier rechne, x2 ist zwar negativ, y2 ist zwar negativ, aber Minus durch Minus hebt sich weg. Das Seitenverhältnis hier ist dasselbe. Das ist extrem ärgerlich. Also hier kriege ich den Tangens von 180 Grad weiter. Und mit dem Arcus Tangens kriegt man diese beiden Situationen nicht auseinander. Wenn Sie den Arcus Tangens auf dieses Verhältnis loslassen, wird der Arcus Tangens diesen kleinen Winkel liefern. Der liefert ja immer nur einen Winkel von 0 bis 90 Grad plus oder von 0 bis 90 Grad minus. Nur diese Winkel hier können aus dem Arcus Tangens rauskommen. Niemals Winkel über 90 Grad oder sogar gleich 90 Grad und niemals Winkel negativer als minus 90 Grad. Nicht mal minus 90 Grad kommt raus aus dem Arcus Tangens. Das ist ein ständiges Problem, wenn man so in 2D-Koordinaten mit XY rechnet und den Tangens verwenden will. Wenn Sie nur dieses Verhältnis haben, fehlt Ihnen noch ein Stück Information. Wenn ich nur Y durch X rechne, weiß ich nicht, ob mein Winkel das war oder ob es der rote war. In den üblichen Programmiersprachen und in den Tabellenkalkulationen gibt es eine Funktion, die es besser kann. Das ist der Arcus Tangens 2.